Begrüße euch zu einem neuen Video. Heute geht's um Belarus. Ich habe bei Mr. Moto abgestimmt mit 45% Mehrheit, dass ich diesen vorstellen soll. Und das mache ich gern. Dazu bin ich ein bisschen auf dem Acker gefahren. Das nicht immer alles in der Werkstatt passiert, weil es wird irgendwann einödig. Das ist das gute Stück. Das ist ein MTS 550. Ohne Allrad, mit großem Fahrerhaus. Das ist so meine Arbeitsmaschine, mit dem habe ich große Schredder, wie man im Video von Mr. Moto gesehen hat, habe ich zwei Schredder. Da mache ich so ein bisschen Lohnarbeit nebenbei. So Geäst und Bäume und Büsche weg, Hecken weg und so weiter und so fort. Aber auch Flügen hier und da für Nachbarn oder so. Aber hauptsächlich Hackschnitzelherstellung und so weiter und so fort. Und das passiert halt mit dem guten Stück. Ich habe noch den anderen, den 50er Belarus mit dem kleinen Fahrerhaus. Den habe ich an der Werkstatt noch stehen, aber der ist zurzeit nicht angemeldet, weil da müssen auch neue Reifen drauf und hier und da ölt er auch ein bisschen und einer reicht erstmal. Ja, dann fangen wir an. Ja, Deckkraftheber. Kategorie 2. Das ist genau passend für die Schredder, die ich habe. Dann hat er 540er Zapfwelle. Die reicht vollkommen aus zum Schreddern. Die Schredder sind sowieso begrenzt auf 540. Weil bei 1000 würden die irgendwann auseinanderfliegen. Die haben bloß zwei kleine Kuchenlager dran. Und ob die das auf Dauer mitmachen würden, das weiß ich nicht. Aber ich möchte da nicht daneben stellen, wenn die auseinanderfliegen. Ja, was gibt's noch? Hier zwei Hydraulikanschlüsse, Vorlauf, Rücklauf. Also doppelt wirkend. Hitchhaken hat er. Den brauche ich aber persönlich fast nie, also ich habe ihn noch nie genommen, also ich baue mir dann die Anhängekupplung dran, wenn ich was ziehen will oder was hier. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Jauchefässer zu ziehen oder Wasserwagen oder für meine Feldküche und so ein bisschen kleines Geratze, da reicht die zu. Des Weiteren hat er 38er Reifen hinten drauf. Die sind schon ganz schön abgefahren, aber ich habe den Trecker erst seit Anfang des Jahres. Das sind halt hier sehr porös und so. Der muss jetzt im TÜV, habe ich gerade gesehen vor uns. Ich denke mal, da müssen vorher andere drauf. Das nützt nichts, aber das müssen wir irgendwie hinkriegen. Vorne hat er 20er Reifen. Normales Straßenprofil. Ja, der kein Allrad. Allrad brauche ich nicht. Für Allrad habe ich noch ein ZD303C. Wenn wir im Wald gehen oder so, hier mal ein paar Stämme rausziehen, das macht der Belarus auch. Aber ich sag mal, wenn es dann schlammig wird, dann nehme ich dann lieber einen ZD. Den will ich jetzt irgendwann noch auf die Straße bringen. Dann brauche ich jetzt noch TÜV, den haben wir da zugelassen. So, dann hat er einen 550er Motor mit 55 PS. Hat hier einen Getriebeanlasser, 12 Volt dran. Eine Kühlwasservorheizung, 220 Volt. Wenn es im Winter kalt ist, steckt man den einfach abends an. Da heizt er das Kühlwasser auf, heizt, hier gehen zwei Schläuche in der Kabine hoch, bis ins Dach. Da hat er zwei Heizungskühler drin, mit Gebläse. Und ein Innenraumfilter nochmal, dass die ganzen Stäube vom Acker nicht reinkommen und so weiter und so fort. Und da tut er halt auch die Kabine mit aufheizen. Ich sag mal, das sind dann angenehme 15 Grad drin, wenn draußen minus 20 sind oder minus 10. Minus 20 haben wir ja hier nicht mehr. Bei uns tut es ja mittlerweile gar nicht mehr schneien. Ja, Frontgewichte habe ich dran. Brauchen würde ich sie jetzt, habe ich sie bis jetzt eigentlich, habe ich sie noch nicht gebraucht, weil die Schredder so schwer sind die nicht. Die wiegen nicht mal so viel wie der Motor von dem Fahrzeug. Aber sind dran, da bleiben sie dran, das sind originale Belarus-Gewichte. So, des Weiteren, hier haben wir die Lichtmaschine.
Dann haben wir hier nochmal einen Vorfilter, Dieselvorfilter. Hier ist der Luftfilter, der hat Ölbadfilter. Da sind drei, ich weiß gar nicht, was das ist für Zeug. Das ist wie Hanf oder wie so Plastefaden, Kokoswolle, so Kokoswolle, glaube ich, ist da drin. Die filtert halt den ganzen gröben Dreck erstmal vorneweg raus, hier oben durch den Pilz. Und der Rest schwimmt halt in dem Ölbad, dass er das nicht mit durchsaugt. Ja, das ist hier eine Zentrifuge. Der hat keinen Ölfilter, der hat eine Zentrifuge. Die dreht sich, wenn der Motor läuft, und drückt innen durch ein Sieb das Öl rein. Und das wird dadurch in die Zentrifuge, in die Glocke rein geschleudert nach außen. Und somit bleibt der Ölschlamm, oder soll der Ölschlamm da drin hängen bleiben. Das habe ich jetzt erst, wo ich den geholt habe, alles sauber gemacht. Die Filter hat er neu gekriegt, neues Öl hat er gekriegt, neue Riemen hat er gekriegt, Auspuff hat er einen neuen gekriegt, den hatte ich bestellt, das gibt es am Internet, das Zeug, das kostet ja kein Geld, ich weiß nicht, was der Auspuff gekostet hat, ich glaube 30 Euro, aber da habe ich leider einen vom 920er bestellt, der ist nämlich schon, ich glaube, mit Turbolader, und da ist das hier ein bisschen größer, da musste ich mir hier eine Büchse drehen, und das hier, dass das genau passt. Das war mir zu viel Aufwand, das wieder zurückzuschicken. Ich habe ja das Werkzeug da, da habe ich mir das schnell gebaut. So teuer ist der Auspuff nicht, dass ich da mich jetzt sträuben würde, da dran rumzuschneiden. Des Weiteren hat er Druckluftanlage, also Einkreis-Druckluftbremsanlage. Kann man bequem einen 5-Tonner dranhängen oder so, oder alles andere mit Einkreisbremse. Ja, aber der Schlepper an sich hat eine manuelle Kupplung. Der hat, glaube ich, was mit zwei Scheiben, und ich habe das auch selber noch nie auseinander gehabt. Da müsste ich mal in meinem Buch gucken, ob ich da was finde, aber ich denke mal, da wird was drin stehen. Das ist irgendwie mit zwei Scheiben und ein paar Kugeln tut sich das. Das kann ich nochmal nachgucken. Wenn da genaueres Interesse besteht, da kann ich dazu auch nochmal ein Video machen. Genau wie zu jetzt spezifischen technischen Daten hier mit, was es für ein Motor ist und wie und was. Das habe ich selber alles nicht im Kopf, da muss ich ins Buch gucken. Da bin ich ehrlich. Das Ding funktioniert bei mir, das läuft, das fährt. Ja. Man kann den eigentlich rundherum aufmachen. Hinten ist schon mal eine Plexiglasscheibe reingekommen, weil die immer mit einem Rotationsmehrwerk haben, die sich da immer irgendwie, ich weiß nicht, wie die sich angestellt haben, aber es kann natürlich wahrscheinlich mal passieren. Da haben sie sich mal ein paar Steine hinten reingeschleudert und da haben sie ja so eine Plexiglasscheibe reingemacht. Ich habe aber noch eine richtige Glasscheibe da, die soll da mal rein. Ich hatte mal noch einen 80er Belarus, da hatte ich mir ein hohes Fahrerhaus geholt, das drauf gebaut, aber der war so schlecht, den habe ich dann verkauft. Und da habe ich mir halt die Heckscheibe aufgehoben. Dann kann man hier die Seitenscheiben ausstellen. Das ist auch ganz gut im Sommer, denke ich. Beide Seiten. Dann kann man noch die Türen aufmachen und noch das Dach. Aber das gucken wir uns mal von innen an. Die Tür geht relativ weit auf. Das ist auch oft der Nachteil gewesen, weil die, wenn die im Stall gefahren sind oder so, die Belarus, ich sag mal, vielleicht sieht man es von hier vorne, erkennt man das, ist hier eingedrückt und eingerissen. Das war halt bei mir auch in die Tür. Wenn man die aufgemacht hat, die ist gleich hier eben 20 cm entgegengesprungen gekommen. Da habe ich die ein bisschen wieder gerade getreten. Dann war hier unten eine Luft, die gagelte hier ab. War so viel Luft fast, da konnte man eine Bierflasche durchschmeißen. Das habe ich einfach hier mit ein paar Schraubzwingen und ein bisschen Holz und ein bisschen dran treten und dann den Riss noch schweißen hier. Da muss ich mir noch ein bisschen Farbe drauf schmieren. Aber ich habe immer mal nur gehofft, mal eine gute Fahrertür zu kriegen. Aber bei Kleinanzeigen kriegt man meistens nur Türen, der rechte, die gut sind, oder linke vom neuen Modell. Der hat schon einen eingelassenen Plastiktürgriff und das gefällt mir nicht. Das ist nicht optisch so, was ich mir vorstelle. Und da bleibt es erstmal so. Ist jetzt nicht irgendwie beeinträchtigt, jetzt nicht die Funktion. Ja, hier sind wir drin. Hier ist der Handbremse. Hier sind die Hydraulikschieber. Der Hydraulikschieber. Das ist Ackerschiene hoch runter. Das ist Kippen. Oder? Irre ich mich jetzt? Ja. Das ist Anhängerkippen. Und das ist, glaube ich, dann für den Steuerkreis vorne, weil für die Fahrzeuge gibt es noch
Frontlader. Also man kann, viele haben sich ja selber Frontlader gebaut, hier auf dem GT124 umgebaut, aber das sieht in meinen Augen affig aus. Da gibt es hier, ich glaube, von Stoll Industriefrontlader und so. Aber bin ich nicht so der Freund davon, obwohl es schön wäre, aber das geht so über die Vorderachse. Und ich habe halt zwei Gabelstapler. Wenn nicht, da habe ich noch einen T174. Da kann ich mir mein ganzes Zeug damit heben und senken und tun. Stunden hat er runter. 2159. Also ich glaube, bei mir ist der jetzt am Stück, muss ich lügen, 10 Stunden am Stück gelaufen bis jetzt. Weil ich habe den so, wo ich mit meinem Nebenerwerb angefangen habe, habe ich den gerade so gekauft und das muss natürlich erstmal ins Rollen kommen. Und da steht er jetzt halt erstmal den ganzen Sommer, weil es ist ja Fell- und Schneidverbot wegen Vögelbrut und so. Also ich glaube ab Oktober, wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich auch ins Buch gucken. Darf man wieder schneiden und fällen und ich denke mal, dann geht er wieder in den Großeinsatz. Ja, hier ist der Schalthebel. Das ist die große Gruppe, das ist die kleine Gruppe. Dann ist hier der 1, dann ist hier der 2. Jetzt bin ich durcheinander. 1, 2, nee, das ist rückwärts. Ach, jetzt Schaltschema drauf. Hier ist Schaltschema. Also große Gruppe, kleine Gruppe, also vorne links große Gruppe, hinten links kleine Gruppe. Ja. Den 9 bleibt immer den 9 und den Rest kann man halt nochmal untersetzen. Das ist der Hebel hier für die Differentialsperre. Rausziehen und ich glaube drehen, ja, rotieren. Dann ist sie drinnen. Die geht ich glaube mit Öldruck geht die vom Lenkobjektiv vorne. Da hat der Lenkhilfe. Ja, Kupplung, Bremse, Einzelradbremse hat er. Hier ist Handgas. Hier ist Zapfwelle einschalten. Und was das ist, weiß ich gleich gar nicht. Ich habe es noch nie gebraucht. Wer es von euch weiß, kann es mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es auch noch aus, aber gebraucht habe ich es noch nicht. Sieht aus wie Umdrehung oder. Wer weiß. Schreibt es mal unten rein, wenn ihr es wisst. So. Hier hinten ist die Batterie drin. Hier habe ich derweil so einen provisorischen Halbschalter hingelegt. Weil der andere, der hier drinnen war, das war so ein alter DDR-Schalter. Das war der Originale. Ich habe mir hier, ich war jetzt in Markkleeberg auf dem Treckertreffen bei Leipzig. Da habe ich mir jetzt den originalen Belarus-Hauptschalter geholt. Der wird hier an Masse geschraubt, an eine blanke Stelle. Dann kommt hier das Batteriekabel dran hinten. Und dann tritt man hier vorne dran. Zack, dann ist er an. Eigentlich müsste er hier unten irgendwo in der Ecke. Und dann tritt man oben drauf. Zack, und dann ist er wieder aus. Der muss jetzt noch installiert werden demnächst. Und dann ist das alles wieder schick. Verstellbare Lenksäule hat er. Kann man hier ziehen. Hoch, runter. Für etwas dickere Menschen oder größere. Die können sich halt das Lenkrad vorstellen, aber da kriege ich schön Angst. Ich lasse das so. Jetzt ist es wieder drin. Ja, da gehe ich mal raus, mach mal den Motorhaube auf. So, Motorhaube auf. Einspritzpumpe. Sifte ein bisschen, muss ich mal gucken, wo das rauskommt. Aber es sieht nicht frisch aus, also es scheint schon ein bisschen älter zu sein. Wahrscheinlich hat es schon mal jemand abgestellt. Weil, wo ich jetzt hier Wartung gemacht habe, Anfang des Jahres, war das eigentlich alles dicht. Dass die Belarus ein bisschen schwitzen, das ist klar. Also, ich habe noch keinen gesehen, wo Öltropfen drunter ist, selbst restauriert. Also, es kann mir keiner erzählen, dass er die Kiste 100% Stichte gekriegt hat. Die sind, glaube ich, schon undicht ab Werk, vom Werk, vom Band gelaufen. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal einen Hauptdieselfilter. Das sind bei dem 50er, den ich noch habe, sind drei Filterpatronen drin. Da ist der breiter. Und hier ist eine große drin. Die habe ich jetzt erst getauscht. Man sieht, neue Schrauben, alles dran schön. Die alten, die waren so verrostet, die haben sich nicht mehr gedreht. Ja, Kühler hat er, ist halt wassergekühlt. Und dann ist hier vorne das Lenkobjektiv drauf. Hat halt Lenkhilfe über, ich weiß nicht, wie das funktioniert, das Ding. Das sieht aus wie ein außerirdischer Roboter, das Ding.
Ich habe das bei dem anderen schon mal abgedichtet. Das ist ja alles so mit Nullring und so Zeug und das ist halt hier alles undichte. Das will ich jetzt auch mal. Mal hier von hier sieht man das besser. Das will ich jetzt auch mal im Winter mal gucken, dass ich da mal Zeit finde, das mal abdichten. Weil hier vorne ist schon ziemlich frischer, tut er immer mal raussiffen. Aber ist jetzt nicht so wild, dass der jetzt hier riesen Regenbogenpfützen macht. Kühler ist auch noch ein bisschen verdreckt, das muss ich alles mal, der muss jetzt mal gekerschert werden wieder. Aber das wollte ich eigentlich mir für den Herbst aufheben. Weil dann ist hier unten der ganze Schmutz ist dann alles ab und dann fängt er wahrscheinlich an, unter sich zu tröppeln. Noch hält das ein bisschen an sich fest. Das werde ich erst im Herbst machen. Und dann werde ich den von vorne nochmal schön abdichten dort, so weit wie es geht. Ganz dicht wird das wahrscheinlich nicht werden. Wer das geschafft hat, großes Lob, aber ich habe noch keinen Russen gesehen, der nicht irgendwie unter sich kleckert. Wobei der relativ dicht ist. Also wenn der jetzt 2 Monate auf demselben Fleck steht, ist ein Quadratzentimeter kleiner Fleck drunter. Das ist eigentlich erstaunlich, der andere ist viel schlimmer. Da habe ich schon mal die Ölwanddichtung gemacht und die war wieder undicht. Mit dieser Korkdichtung, das ist immer so eine Sache mit dem Nachziehen und hier und da und dann kommt man nicht dazu und dann fährt man nur. Und naja, das ist alles so eine Sache. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal so das, was ich jetzt so. Ach so, ich habe vergessen, der hat oben noch Radio drin und Tankanzeige und all möglichen Klimbim. Das funktioniert aber auch noch nicht, da bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Das wird jetzt mal im Winter ein Projekt, dass wir da mal noch ein bisschen beigehen. Ja, ich denke mal, ich werde jetzt mal noch ein bisschen ein Video, ein paar Abschnitte einblenden, wie ich fahre. Ich bedanke mich da erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen über meinen Trecker rüberbringen. Wenn jetzt noch irgendwie technische Fragen dazu sind, was jetzt wie über spezielle Bauteile oder was, ich habe ein Buch da, da gucke ich rein und kann es euch beantworten. Das könnt ihr immer in die Kommentare schreiben oder so. Und dann könnt ihr immer in die Kommentare schreiben, ob ihr noch irgendwie was sehen wollt. Über den Ami hier, über den Reo, da habt ihr ja, haben ja ein paar Leute drunter geschrieben, dass sie den gerne mal sehen wollen. Das werden wir jetzt auch demnächst einrichten, dass wir davon mal dass ich da was als Video bringe. Muss ich mal sehen, der war jetzt am Wochenende mit auf dem Trecker treffen. Da steht noch das ganze Zeug hinten drauf, aber vielleicht schaffe ich es noch die Woche. Werden wir mal sehen. Am Markierus geht es jetzt auch bald weiter, habe ich jetzt Blech gekriegt, habe noch ein Schweißgerät gekauft, aber da kommt jetzt aber auch das Video. Ja, da könnt ihr mal drunter schreiben, ob das euch jetzt so gefallen hat oder ob ich da nochmal detailliert technische Sachen rüberbringen soll oder irgendwie was. Da müsste ich aber selber erstmal nachgucken, weil alles kann man sich auch nicht merken. Ich habe so viele Karäten und ich habe auch noch nicht an jeder Ecke rumgeschraubt an der Karre. Also ich bringe mir das immer nur mit Lesen bei oder mit Abgucken von anderen, wo es funktioniert. Auf jeden Fall gibt es nochmal jetzt eine kleine Einspielung, so ein bisschen vom Fahren. Und ich denke mal, dann war es das für das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir Daumen nach oben geben. Und empfehlt mich weiter. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.